Wenn du die ganze Zeit daheim hast, dann kann dein Bemol ein Tag wie den anderen vier. Und wir sehen gar nicht, wie ein Tag von der Woche überhaupt tut. Und du findest es die Menschen wichtig, dass in der Weekend etwas mischt, was ich normalerweise an der Woche nie machen gibt, und zwar Brunchen. Und ich weiß nicht, mein absolut Lieblingsrezept für Waffles. Für meinen Eisenkuchen brauche ich Butter, Mehl und Eier, ein bisschen Backpulver, Zucker und Vanillezucker und Milch. Genau wie bei einem panischen Steak schmilze ich als erstes meine Butter. Okay, also ich habe 200 Gramm Mehl und das mische ich mit einem Löffel Backpulver und mit ein bisschen Salz. Ein Löffel Backpulver, wie das schön abgehen, und ein bisschen Salz. Und als nächstes kann ich meine flüssigen Ingredienten zusammenmischen. Zwei Eier. Da kommen 50 Gramm Zucker dabei. Und noch ein großer Löffel Vanillezucker. Und beim Vanillezucker habe ich einen kleinen Tipp. Und zwar, wenn du alle Vanilleschoten daheim hast, das heißt, du hast ein Porridge gemacht oder irgendein Milch infusiert, dann wäscht sie in dem Grund auf und dann drischen sie über Nacht. Und dann dachte ich, mach das einfach an ein Düppchen Zucker. Und ich habe in der Zwischenzeit da so viel gesammelt, und das ist der beste Vanillezucker ever. Und kann ihn immer im Zucker dabei gehen. Das heißt, das ist wirklich etwas, was den total ewig benutzen kann. Und das ist so gut. Viel, viel besser, wie das, was ihr kauft. Und da kommt doch noch Vanilleextrakt dabei. Und die habe ich auch selber gemacht. Und das ist ganz ähnlich wie beim Vanillezucker. Hier muss ich nehmen Stangen dann noch an den Wodka dran. Ja, das klingt ein bisschen krass, aber andererseits konserviert das perfekt und benutzt ihr immer mit einem kleinen Löffelchen. Oh, ich habe ein kleines Schlibbi. Da kommt doch noch mein Milch dabei. Das ist wirklich ganz, ganz ähnlich wie ein panischer Steak. Und das verrühre ich schon ein Käer. Und da kommt die geschmolzene Butter dabei. Und das mache ich während dem ich rühre, um zu evitieren, dass der Giffen zu Scrambled Eggs geht, weil es ja noch warm ist. Und da können nur meine flüssigen Ingredienten nur noch bei dem Mehl drin kommen. Okay, und da brauche ich nur noch mein Waffeleisen für zu hitzen. Yes, und da kann ich losgehen. So, ein bisschen. Sicher zu gehen, dass auch alte Löcher gefüllt sind. Oh, ich meine, da sind dicke gehen. Guck mal. Das riecht wie auf der Schurbefauer. So gut. Und könnt ihr noch ganz relax mit diesem Deich panischer machen, wenn ihr kein Waffeleisen daheim habt. Also das ist wirklich gut kein Problem. Genau dasselbe Prinzip, einfach nur Butter an einer Pan warm machen, ein bisschen Deich dran und ein paar Minuten auf alle Seiten gehen lassen. Und dann nur der panischer. Das sind ein bisschen viel, viel Langheit zu essen. Du willst frieren, ich rasch einfach an. Und dann hole ich zum Mäuse raus, mache so einen Toaster. Und das ist ganz wie frisch. So, also brauche ich mal immer noch ein paar Erdbeeren zu schneiden, ein bisschen Maple Syrup drüber zu gehen. Und dann ist mein perfekter Weekend Brunch schon bereit. Ich hoffe, dir wird auch ein schönes Weekend. Stay home and stay happy.